Hallo, ich bin's wieder. Ja, heute wieder mit einem kurzen Quick-Tipp. Und zwar bei After Effects CS6 gibt es schon, also in, da ist schon ein 3D-Kamera-Tracker drin. Ich wusste das nicht und habe den Fehler gemacht, mir den Kamera-Tracker von Video Copilot runterzuladen. Das ist kein Fehler, ich muss es selber entscheiden. Ich zeige euch jetzt einmal den Unterschied. Das hier habe ich mit dem Kameratracker von Video Call Pilot getrackt. Und das zittert hier etwas. Brauchst ein bisschen zum Rechnen, weil es ist bewegt. So. Posiert ein bisschen. Sieht nicht richtig aus, als wäre es da. Jetzt einmal zeige ich euch es mit dem eingebauten Kameratracker. Und da bitte nur auf den Text hier achten. Er zittert vielleicht ganz, ganz leicht, schiebt sich aber nur um, ich sage mal, Millimeter für den Zuschauer kaum wahrnehmbar. Ja, das war ein sehr kurzer Quick-Tipp. Wenn ihr Tutorials zum Tracken haben wollt, schreibt mir einfach in die Kommentare oder eine Nachricht. Ciao!